Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Heute habe ich für euch mitgebracht den Volvo XC40, das neue Kompakt-SUV der schwedischen Marke. Und hier muss man ganz klar sagen, die Schweden haben einen richtig, richtig schönen SUV für uns mitgebracht. Wie wir sehen, sehr, sehr schöne kompakte Abmaße hat unser 4,43 Meter langer Testwagen hier. Mit einer wunderschönen roten Lackierung, den typischen Torhammer-LED-Scheinwerfern in variabler Ausführung hier. Da sehen wir eben den Torhammer. An der Seite eine interessante Linienführung hier, die Volvo hier hat. Besonders was den Knick hinten im Seitenfenster angeht. Den sieht man so sonst nicht. Also das definitiv eins der Erkennungsmerkmale an einem Volvo. Ebenso, was an einem Volvo auf jeden Fall immer zu erkennen ist, ist diese Schulterpartie hinten am Heck. Die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Ich versuche gleich nochmal die Lichter anzubekommen, dass wir das auch noch sehen. So, dann machen wir da nochmal Lichtershow. Wunderbar, da sehen wir es. Also ganz, ganz tolle Rückansicht des Volvo XC40, wie wir hier sehen. Und hier sehen wir auch diese Schulterlinie, die der Volvo hier mit sich zieht. Also wirklich ein richtig, richtig schönes SUV geworden. Vom Fahren macht er unheimlich viel Spaß. Ein sehr straffes Fahrwerk mit genügend Restkomfort. Der 2 Liter Turbodiesel, der hier im D4 AWD unter der Haube steckt, ist gekoppelt an ein 8-Gang Automatikgetriebe serienmäßig. Startet bei gut 40.000 Euro. Da muss man sagen, natürlich viel Geld. Aber in dieser gehobenen Momentum-Ausstattung-Variante, wie wir ihn hier haben, ist auch schon allerhand drin. Unter anderem eben die variablen LED-Scheinwerfer. Und ansonsten kann man auch noch alles Mögliche an Assistenzsystemen hinzuordern. Vom Abstandshalteassistenten, Spurhalteassistenten bis zum Notbremsassistenten, der serienmäßig ist. Oder aber das Wireless Charging für Smartphone, sehr angenehm, ein paar Glaspanoramadach zum Öffnen. Wir haben eine tolle Harman Kardon Soundsystem hier verbaut. Also ein richtig, richtig schönes Fahrzeug. Und die Schweden haben sich in der Detailliebe völlig aufgehen lassen, so wie wir das hier sehen. Und das ist eigentlich echt mein Lieblingsstück, die kleine schwedische Fahne hier an der Haube. Ganz, ganz toll. Jetzt werfen wir noch mal einen ganz kurzen Blick in den Innenraum. So, und da sehen wir es, wie wir sehen. Sehen wir ein bisschen was, genau. So, das ist der Innenraum. Ich versuche noch mal von hinten das Ganze zu machen. Aber wir haben hier tatsächlich, gehen wir doch mal auf die Rückbank. Das soll ja schließlich etwas genauer euch gezeigt werden. Schließlich ist das auch mit eins der Sahnestücke. Da sehen wir es, wunderschön aufgebaut. Klar gegliedert, voll digitales Cockpit mit Kamera, Kartendarstellung des Navigationssystems, das Navi eines iPad, sehr, sehr ähnlich. Hier komplett aufgebaut mit Menüstruktur, mit Wischen und Touchen. Da kommt man dann weiter, verhaspelt sich das ein oder andere Mal, aber gut, ich glaube, das sieht man dem Wagen dann tatsächlich irgendwann mal nach. Sehr, sehr schön auch gearbeitet hier, diese Metallleisten, die sich hier rumziehen, auch sehr, sehr schön gemacht. Also an sich ein wirklich, wirklich tolles Fahrzeug, was Volvo hier auf die Beine gestellt hat. Der Preis, na klar, ist etwas happig, aber da muss man auch ganz klar sagen, wir sind hier definitiv im Premium-Segment. Super Verarbeitung, tolle Materialien, alles fühlt sich super an, absolut robust und ein BMW oder ein Mercedes oder Audi kostet wirklich nicht weniger Geld. So, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Mitfahrt hier in der Rossfaldstraße und dann schreibt mir gerne was unten in die Kommentare, lasst mir ein Like da und abonniert gerne den Kanal und ansonsten sage ich Tschüss und Servus.
Ampel vom Blabutsch und ich stehe gerade.